So, nach einer etwas längeren Auszeit werde ich mich jetzt hier mal wieder mit einem kleinen Video zurückmelden. Es werden in nächster Zeit wieder einige kommen. Ja, ich habe eigentlich wieder Lust drauf. Und zwar, bei dem Video, wo man Minecraft mehr RAM zuweisen kann, haben viele Leute das Problem, dass sich das Fenster etwa so öffnet und sofort wieder schließt. Ja, das will natürlich keiner haben, weil man will Minecraft ja mit mehr Arbeitsspeicher starten. Zuallererst. Bitte. Die Char-Datei, die BAT-Datei muss folgenden Code innehaben. Den poste ich nochmal in die Beschreibung. Und ja, hierbei ist es natürlich egal, wie viel Arbeitsspeicher ihr euch zuweist. Das ist eure Entscheidung. Bitte so und nicht anders. Oder macht's anders, aber dann beschwert euch bitte nicht bei mir. Zweitens, diese BAT-Datei, diese BAT-Datei, die Minecraft mit mehr RAM starten soll, darf nicht die Exe starten, sondern muss die Minecraft.jar starten. Das bedeutet, von der Homepage sollt ihr da die Jar für Linux runterladen. Die findet ihr hier bei Show All Platforms, Minecraft Jar. Diese nehmt ihr. Ladet euch runter, tut sie in denselben Ordner wie die BAT-Datei, am besten in den ganzen, in den .Minecraft-Ordner, in AppData. Und die wird gestartet. Mit dem Code in der BAT-Datei. So, jetzt werdet ihr wahrscheinlich dieses Problem haben, dass das Fenster einfach zugeht. Und das lässt sich ganz einfach fixen. Ihr fügt einfach einen klitzekleinen Code in euren Path-Variablen ein. Das macht ihr folgendermaßen. Ihr klickt auf euer Windows-Symbol. Rechtsklick auf Computer. Eigenschaften. Funktioniert unter Windows XP übrigens ganz ähnlich. Nur dass ihr da maximal 1,5 GB Arbeitsspeicher zuweisen könnt, weil Windows XP 32-Bit basiert ist. Drückt auf Erweiterte Systemeinstellungen. Dann im Reiter Erweitert auf Umgebungsvariablen. Und sucht die Path-Datei. Euer Problem wird sein, dass in den Path-Variablen irgendein Scheißdreck drin stehen wird. Es ist keine Anschuldigung, das macht. Das sind die Launen von Windows. Ihr klickt also auf Bearbeiten bei Path und fügt diesen Code ein. Steht in der Beschreibung. Dann drückt ihr auf OK. 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 Und man sieht da, Minecraft startet mit 2 GB Arbeitsspeicher. Können uns einloggen. Können irgendeine Welt anspielen, das wird mit Camtasia jetzt ein bisschen laggen. Minecraft nehme ich sonst eigentlich nur mit Ding auf, mit Fraps. Aber wenn wir F3 drücken, sehen wir oben rechts 2 GB. So, erstens sicherstellen, dass die BAT, die Minecraft Jar, die es für Linux gibt, startet, dass der Code richtig ist, alles nochmal in der Beschreibung. Im selben Ordner wie .Minecraft am besten. Das und natürlich, dass ihr die Path-Variablen fixt. Wie das geht, habe ich euch gezeigt. Ihr fügt in den Path-Variablen hier einfach, also ihr sucht sie hier unten, fügt ihr den Code ein, den ich euch in die Beschreibung gestellt habt. Wenn ihr dann noch Fragen habt, bitte schreibt einen Kommentar oder sendet mir eine persönliche Nachricht. Ich werde dann versuchen, euch zu helfen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr könnt endlich Minecraft mit mehr Arbeitsspeicher starten, was für World oder Map-Projekte ziemlich nützlich sein kann. Meine Stimme ist ein bisschen leise, aber ich nehme es auch auf, wenn die anderen Leute hier auch pennen. Also entschuldigt das bitte. Ich versuche es mit Camtasia ein bisschen lauter zu editieren. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.